Heute ist der Infotag für Grenzgängerinnen in Feldkirch. Anton Strinis, Sie sind Landesgeschäftsführer des AMS Vorarlberg. Warum ist diese internationale Zusammenarbeit, dieses Netzwerk denn so wichtig für den Arbeitsmarkt? Der Arbeitsmarkt um den Bodensee ist ein sehr ähnlicher, mit ähnlichen Problemstellungen, jenseits und diesseits des Bodensees, aber auch jenseits und diesseits des Rheins. Damit sind natürlich auch die Grenzgänger ganz massiv betroffen. Sie müssen wissen, welche konkreten Verhältnisse sie als Grenzgänger in der Schweiz, in Liechtenstein vorfinden, und sie müssen ihre rechtlichen Dinge abklären können. Hier ist eine gute Gelegenheit dazu. Es wird jetzt in letzter Zeit immer mehr von einem drohenden Fachkräftemangel gesprochen. Wie stellt sich diese Situation denn in Vorarlberg dar? Auch hier haben wir eine sehr günstige Entwicklung am Arbeitsmarkt. Wir haben reduzierte Arbeitslosenzahlen in einer Größenordnung von 20% rund zum Vorjahr. Wir liegen jetzt fast wieder zu einem Zeitpunkt vor der Krise, was die Günstigkeit am Markt anlangt. Und damit zusammenhängt natürlich auch die Knappheit an Fachkräften. Wir haben im Lande einen sehr großen Bedarf an Fachkräften, an qualifizierten Fachkräften mit Praxis in fast allen Berufsbereichen. Nur so geht es auch in Liechtenstein und so geht es in der Schweiz. Ich glaube deshalb, dass es keine anderen Möglichkeiten geben wird, als Fachkräfte selbst zu produzieren, hier auszubilden und dann Fachkräfte verfügbar zu haben. Am 1. Mai wird man den Arbeitsmarkt für 8 neue Mitgliedstaaten europaweit öffnen. Was wird sich denn da bei uns ändern? Bei uns im Ländle selbst wird sich, glaube ich, wenig ändern. Bundesweit rechnet man aber damit, dass rund 20.000 bis 25.000 zusätzliche Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt kommen. Und ein Teil davon natürlich auch als Grenzgänger. Betroffen werden hier aber vor allem die Bundesländer Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland und die Steiermark sein. Für Vorarlberg erwarte ich kaum entsprechende Änderungen. Auch nicht, und hier leider, was die Fachkräfte anlangt. Ich glaube, es wäre Illusion zu glauben, dass wir über diese Schiene zu zusätzlichen Fachkräften kommen können.